Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute wichtiges Video, denn heute geht es um die Top 5 Einsteiger-Oud-Parfüms. Oud ist ja so ein bisschen Hype, gerade so bei Nischenfans, die ein bisschen was Orientalisches, Intensives haben wollen, in your face, die reinkommen wollen in den Raum und sagen wollen, here I am. Das Problem beim Oud ist, das kann sehr kuhstallig und animalisch sein. Normalerweise dunkles Holz, balsamisch, aber es kann eben halt auch animalisch und kuhstallmäßig sein. Je nachdem, wie weit man in eine Nische geht, je nachdem, wie tief man in die Materie geht, je nachdem, wie orientalisch es dann sein soll, kann Oud eben halt so und so rüberkommen. Zuallererst, was ist das überhaupt, Oud? Naja, das nennt man Adlerholz, Agarwood oder eben halt auch Oud. Und das Holz stammt von Bäumen der Gattung Aqualaria und Gyrinops, deren Kern von einem Pilz befallen wurde, und zwar von den Pheochremonium parasiticum. Na, ihr müsst wissen, das ist ein Baum und der Kern des Baumes ist komplett lost, komplett befallen von dem Pilz. Und naja, deswegen wird nicht nur das Holz verwendet, sondern eben halt das Holz, das Harz von der Reaktion auf den Pilz. Ihr merkt, wie abgespaced das Ganze ist. Ja, und das ist eben halt Oud. Also sehr schwer zu bekommen. Das schwarze Gold des Orients wird es auch gerne genannt. Weil Oud ist einer der teuersten Rohstoffe in der Parfümindustrie und generell. Wenn ihr in Dubai oder so seid, ihr wollt echtes Oud haben, geht da hin. Ja, gib mir mal ein Kilo echtes Oud, dann kann es sein, dass ihr 100.000 Euro los seid. Weil Oud ist so teuer. So ein kleines Holzstück kann schon 1.000 Euro wert sein. So ein kleines Holzstück. Weil es eben halt so schwierig und speziell zu bekommen ist. Es gibt Oud aus Laos, aus Indien, aus Indonesien und weiß der Geier, wo das Zeug herkommt. Es gibt nicht viele Länder, wo es überhaupt abgefahren wird. Philippinen gibt es noch, Kambodscha, Malaysia. Da kannst du echt an der Hand abzählen, wo man Oud überhaupt herbekommt. Und dann noch diese schwere Prozedur mit dem Pilz etc. Also es ist wirklich ein komplexer Prozess. Ja, und komischerweise, je nachdem, wo das Oud dann wegkommt, kann es eben halt auch anders rüberkommen. Und dann muss ich lustigerweise jetzt auf Tanzverbot verweisen. Der dachte sich so, oh cool, ich und Monty, wir kaufen uns jetzt ein ganz teures Parfüm in der Louis Vuitton Boutique. 1.000 Euro hingeblättert, pure Oud. Und dann war es halt viel zu kuhstallig. Es roch einfach nur animalisch nach Kacke, angeblich. Ich habe selber nicht gerochen. Ich kenne das Parfüm nicht. Ich weiß nur aus der Erzählung, dass es eben halt so richtig animalisch kuhstallig sein soll. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Oud kann wirklich sehr schön sein, kann so einen dunklen, schönen orientalischen, balsamischen, holzigen Twist geben. Und damit ihr nicht in die Falle läuft wie Tanzverbot, der einfach sagt, ja, ich kaufe jetzt einfach Oud-Parfüm. Ist teuer, ist bestimmt geil. Louis Vuitton. Für die Leute, die versuchen wollen, sich ans Oud ranzutasten, habe ich jetzt das perfekte Video. Top 5 Einsteiger-Oud-Parfüms. Platz Nummer 1 ist dann das Parfüm, was an Einsteiger freundlich ist. Es war auch mein Einstieg in das Oud-Game. Und nein, ich trage keine Kuhstall. Hardcore-Orient-Kracher, das tue ich auch nicht. Wenn mal ein bisschen Oud dabei ist und es richtig geil gemacht ist, dann appreciate ich das. Wenn es eben halt nicht zu intensiv und animalisch ist. Das dazu. Und auf Platz 5 habe ich voller Taffer mal hier. Ihr habt hoffentlich richtig aufgepasst, ne? Oud, wenn das echt ist, ist super teuer. Und das kostet 20 Euro, also kann kein echtes Oud drin sein. Und ich rate euch auch, kein echtes Oud zu nutzen, ganz ehrlich. Wenn ihr Parfüm habt, wo echtes Oud drin ist, dann kommt es echt oft dazu, dass es eben halt zu intensiv, zu stark ist, zu animalisch. Aber wenn es synthetisch ist, hat man trotzdem diesen Oud-Flair, aber es ist nicht overwhelming, nicht overpowering. Für einen Einstieg empfehle ich auch synthetisches Oud. Mal hier. Voller Taffer. Die Königin des Orients. Ich liebe dieses Parfüm so sehr, ne? Ich liebe dieses Parfüm so sehr.
Was auch gerne im Orient verwendet wird, ist die Kombination aus Rose und Oud. Und das findet man hier. Rose, Oud, blumige Noten, Pfirsich und Vanille. Es hat so einen hellen Klang durch den Pfirsich, durch die Blumen. Aber dann kommt eben halt dieses Dunkle, dieses Orientalische, dieses Kraftvolle. Und das ist eben halt das Oud. Kombiniert mit der Rose hat eben halt wirklich was Eleganz. Solche Königin in ihren orientalischen Palast, die weiß, dass sie die absolute Queen ist, die weiß, dass sie machen kann, was sie will. Und die Leute vergöttern sie. So kommt das rüber. Schönes Oud-Parfüm für den Einstieg. Vor allem, weil man hier auch die Kombo hat, wieder aus Rose und Oud, was eben halt sehr populär ist. Und hier wird das dunkle, powerful Oud eben halt gut umschmeichelt mit blumigen Noten, mit dem Pfirsich, mit der Vanille, sodass es eben halt gut tragbar ist, auch im Alltag. Trotzdem sehr orientalisch. Deswegen ist Platz Nummer 5, weil es eben halt wirklich orientalisch ist. Es ist kein Orientkracher, wo man vom Stuhl fällt, wo man sich so denkt, boah, was ist das denn? Man muss schon orientalische Düfte mögen, um das hier zu appreciaten. Aber meiner Meinung nach ein sehr schönes Einstiegsparfüm in Sachen Oud. Mal hier, voller Taffer. Hält übrigens 30 Stunden plus. Das ist ein Biest. Dieses Jahr raumfüllend. Grandios, wirklich. Auch preis-leistungsmäßig gut dabei ist Platz Nummer 4. Und zwar ist es Chagaf Oud. Sehr ähnlich tatsächlich wie das mal hier. Auch sehr powerful. Nur, dass das ein Dupe zu Oud Bouquet ist von Lancôme. Das ist ein teures Privé-Nischending ist im Lancôme-Spektrum, sag ich mal. Viele Designer-Parfüms haben eben halt ihr Nischensegment und da ist es eben halt drin. Und das hier ist ein guter Dupe dazu. Von Swiss Arabian. Und ich sag euch, es riecht sehr ähnlich wie das mal hier. Nur der Unterschied, dass hier noch mehr Süße drin ist. Bedeutet, das werden wahrscheinlich noch mehr Leute appreciaten. Deswegen ist nur ein Platz höher. Ne, wir hatten da Blumennoten, die Rose Oud kommen, die super traditionell ist. Hat man hier auch drin. Auch hier Rose Oud. Aber nicht so dominant wie eben halt in dem hier. Und hier hat man noch Pralinensüße drin. Vanille und Pralinensüße. Dann die Rose Oud Kombo. Ist viel süßer. Aber auch gefühlt die Queen des Orients. So orientalisch und schön und cozy. Auch perfekt für den Winter. Generell diese ganzen Oud-Parfüms empfehle ich wirklich für den Winter zum Kuscheln und geben dir echt ein warm Feel, sag ich mal. Swiss Arabian, Chagaf Oud, auch hier. Beast Mode. 16 Stunden Haltbarkeit. Hält nicht ganz so lange wie jetzt mal hier. Aber powert auch durch ohne Ende. Und 16 Stunden ist ja trotzdem ultra viel. Und das Schöne ist, diese Düfte kosten gar nicht so viel Geld. Ne, die meisten Oud-Düfte, wie gesagt, sind ja super teuer. Fangen so bei 300, 400 Euro an. Aber wenn man sich daran tasten möchte, möchte man vielleicht auch nicht direkt 400 Euro zahlen. Und da sind diese Parfüms hier sehr gut, da nur eins relativ teuer ist in der Liste. Platz Nummer 3 geht an Eternal Oud von La Taffer. Das hier ist eigentlich ein Dupe zu MFKs Grand Soir. Mit dem Unterschied, dass hier eben halt Oud drin ist und eine dunkle Pflaume. Grand Soir ist ein balsamischer, wunderschöner Duft, der kuschelig ist und ein bisschen süß ist, weil du hast hier wirklich eine schöne, erwachsene Vanille, gemischt mit balsamischen Noten. Benzoin, Labdanum. Und hier eben halt auch Oud. Ihr müsst euch das vorstellen. Diese harzigen Noten sind von der Sonne geschmolzen in den Topf mit Vanille gefallen. Aber La Taffer hat den ganzen noch einen Twist gegeben. Hat noch so eine leichte Oud-Note dabei gefügt. Und Pflaume. Was den Duft etwas dunkler macht. Und dem Duft zu diesen harzigen noch eine dunklere, interessantere Komponente mitliefert. Pflaumig, harzig, süß,
Und man merkt hier so ein leicht hölzerne Dunkelbasis. Und das ist Ud. Also wirklich, das Ud ist hier nicht das Teil der Show. Es ist nur im Hintergrund von, auch wenn es Eternal Ud heißt. Es ist nicht das Teil der Show. Bedeutet, wenn es nur erstmal im Hintergrund so sein soll und sich daran tasten möchte, ans Ud, kann das vielleicht die erste Wahl sein. Weil das Ud hier definitiv nicht dominant ist. Heiferkeit hier ist übrigens auch wieder grandios. 16 Stunden plus mit einer starken Siage. Also die Ud-Düfte, die können was. Gar ob synthetisches Ud, echtes Ud, die performen wie absolute Monster. Wirklich. Platz Nummer 2 geht an die House of Ud. Ja, es gibt eine Brand, die heißt auch die House of Ud, aber die machen nicht nur Ud-Düfte. Und zwar ist es Dates Delight, der Dattelduft. So schön. Das ist ein orientalischer Weihnachtsmarkt. Datteln, Tonkabohne, Karamell, Zimt, Honig und das in komplett orientalisch. Komplett orientalisch. Und dann bekommt ihr als dunkle Basis Ud. Und dieser Duft ist wirklich teuer, kostet 180 bis 200 Euro. Ich weiß nicht, ob die hier echtes Ud verwenden. Wäre irgendwie traurig, ne? Die heißen The House of Ud. Wenn dann kein echtes Ud, ich denke, hier ist echtes Ud drin. Aber komplett gezähmt. Hier sind so viele süße Sachen drin. Wirklich orientalischer Weihnachtsmarkt. So gourmand, nicht so süß. Aber eben halt auch nicht zu süß. Weil das Ud einen schönen dunklen Kontrast gibt. Und umgekehrt. Das dunkle Ud ist nicht dominant, weil so viele süße Sachen drin sind. Was perfekt ausgeglichen ist. Auch sehr schön. Für einen Einstieg, weil es eben halt ausgeglichen ist, harmonisch ist und das Ud hier nicht die dominante Rolle erfüllt, aber trotzdem wahrnehmbar ist. 12 Stunden Haltbarkeit in der starken Siage. Auch das Parfüm kann was. Platz Nummer 1 könnt ihr jetzt sagen, Inicio Ud for Greatness, aber ich habe nur den Dupe und zwar ist von Latafa Ud for Glory. Ist genauso gut wie das Original. Das Original kostet 300 Euro. 320 oder so. Bisschen mehr als 300. Das hier kostet 30 Euro. Und für den Einstieg empfehle ich auch lieber den Dupe von Latafa, weil es eben halt günstiger ist. Und das war mein Einstieg ins Ud-Game. Das ist nicht zu orientalisch. Und das Ud ist jetzt auch nicht zu shy, sag ich mal. Nicht zu schüchtern. Es ist perfekt ausgeglichen. Das ist wirklich ein edles, smoothes Ud. Perfekt für Einstieg. Du bekommst dir Safran, hat so ein bisschen die Baccarat-Note. Baccarat-Safran. Dann kriegst du dunkles Patchouli. Und eben halt dieses dunkle, starke, hölzerne Ud. Ist kein Kuster-Ud. Ist nicht zu orientalisch. Es ist irgendwie straight up in der Mitte. Super edel, likable und smooth. Kann man einfach nur appreciaten. Und auch noch ein bisschen Muskat und Lavendel drin. Gibt den Ganzen noch so einen würzigen und Lavendel natürlich so einen frischen Touch. Wunderschön, wirklich. Wer es richtig smooth, elegant haben möchte und trotzdem diese Power vom Ud spüren möchte, dem kann ich wirklich Inicios Ud for Greatness empfehlen oder eben halt hier Ud for Glory. Voller Taffer. Hält 20 Stunden plus mit einer mächtigen Siage. So ihr Lieben, das war jetzt meine Top 5 Einstell-Ud-Düfte. Ich habe jetzt vielleicht noch 3-4 andere Ud-Düfte. Ich würde glaube ich nicht mal auf den Top 10 kommen, also ich bin jetzt auch nicht komplett im Ud-Game drin. Zumal das auch eine tolle Geschichte sein kann, wie schon im Intro des Videos gesagt. Aber diese Düfte kann ich euch problemlos empfehlen. Bis auf den Mahir. Ja, wobei, eigentlich kann man den Mahir sogar blind kaufen. Aber muss man, wenn man orientalische Düfte mag, wenn man Charlie Marshmallow getragen hat oder Calvin Klein Obsession oder Kenzo Jungle Lillefranc, wenn man so orientalische Düfte mag, wie man auch Mahir mögen.
Aber die kann ich euch wirklich problemlos empfehlen. Und da riecht nichts animalisch oder nach Kuhstall. Es ist orientalisch. Es ist gut. Aber intragbar und schön. Und das sollte dir den perfekten Einstieg ins Oud-Game geben. Wenn ihr auf den Oud-Hype aufspringen wollt, wenn ihr was Orientalisches sucht. Oder einfach mal fühlen, was sehr stark ist und euch durch den Winter bringen soll. Ich weiß, ich mache das Video jetzt im Sommer, aber hey. Ich habe noch nie über Oud-Parfüms geredet. Welche Schande. Von daher, es wurde wirklich fällig, das Video. Eure Lieblings-Einstell-Oud-Parfüms in die Kommentare. Für mich interessieren. MFK Set the Mood. Oud Set the Mood können wir auch nehmen. Actually. Ich hab's nur nicht. Aber ich bin auf eure Kommentare gespannt, was Oud-Düfte betrifft. Was sind eure Lieblings-Einstell-Oud-Parfüms oder generell Oud-Parfüms? Da wird's dann natürlich wild, ne, wenn die richtigen Kandidaten kommen. Gut. Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!